Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video heute. Heute kommt mal ein Video, wo ich sehr, sehr selbstkritisch mit mir bin, weil ich habe immer mal ab und zu Kommentare bekommen, wo es hieß, oh Juli, du kennst dich ja super mit Tieren aus, du bist die perfekte Tierhalterin, du weißt wirklich alles über Tiere und nein, ich weiß nicht alles über Tiere, ich bin auch nicht die perfekte Tierhalterin. Ich bin ja vielleicht eine gut informierte Tierhalterin, aber ich weiß erst recht nicht alles. Und vor allem habe ich auch Fehler gemacht in der Tierhaltung. Und auch mit Nero habe ich einige Fehler gemacht. Und über die möchte ich heute mit euch sprechen, welche Fehler ich in der Hundehaltung gemacht habe, beziehungsweise in der Hunde- und Welpenerziehung mit Nero. Nero war ja mein erster eigener Hund. Ich bin ja schon von klein auf mit Hunden groß geworden. Diese haben aber immer meinen Eltern gehört und zum Teil auch meinen Großeltern. Und Nero war dann wirklich mein erster eigener Hund, den ich schon, ja, über 6 Jahre knapp besitze. Und mit ihm habe ich auch viel erlebt und natürlich auch sehr, sehr viel durch ihn gelernt. Und ich war auch anfangs ein bisschen unbeholfen, in ein paar Sachen naiv. Und ich habe mich auch von einigen Sachen zuquatschen lassen. Beziehungsweise war ich auch in einigen Dingen nicht so konsequent, wie man es hätte sein sollen. Aber bevor ich hier lange noch drum herum rede, komme ich jetzt zu meinen Fehlern in der Hundeerziehung. Ja, der erste Fehler war, ja, kurz darauf, nachdem ich Nero geholt habe, mit dem Futter. Ihr könnt mich jetzt gerne steinigen. Nein, ich habe nicht Paddy oder diesen ganzen Billig-Supermarkt-Kram gefüttert, sondern Eukanu-Zensur. Ja, das ist eins von diesen Tierarztfutter, welche komplett überteuert waren. Und ich habe Nero 3 bis 4 Monate damit gefüttert, nicht nur ausschließlich, ich habe ihm auch Platinum gefüttert. Aber ich bin tatsächlich so in den Zoofachhandel und habe für 60 Euro so einen 15 Kilo Sack Hundefutter gekauft, was hauptsächlich aus Getreide bestand. Ja, Applaus dafür für mich. Also das war wirklich eine reine Geldverschwendung oder eine reine Geldverbrennung. Auf jeden Fall habe ich erst 3 bis 4 Monate später komplett auf Platinum umgestellt und dann noch ein wenig später komplett auf Wolfsblut und dann noch ein paar Jahre später dann auf fertig Barf und dann wieder nochmal später auf das richtige Barf. Und ich bin super zufrieden, wo ich jetzt bin. Und hätte ich das Wissen vorher gehabt, dann hätte ich meinen Welpen gleich von Anfang an gebarft. Aber wie das halt ist, als Hundehalter, als neuer Tierhalter, man lernt immer was dazu und es gibt immer Sachen, die man von Anfang an nicht richtig macht, beziehungsweise wo man noch recht naiv dran geht. Ja, da wir jetzt gerade so schön bei dem Zoofachhandel waren, will ich jetzt auch mich auch nicht zu weit davon entfernen, denn da kommt mein nächster Fehler, und zwar mit der Bürste. Ich habe wirklich am Anfang gar nicht lange recherchiert, was für eine Bürste gut wäre für diesen dicken Pelz hier. Ja, ich bin dann einfach ganz naiv in den Zoofachhandel gegangen und habe einfach die Verkäuferin gefragt, welche Bürste sie mir empfehlen konnte. Und das war wirklich so eine 0815 Zupfbürste, die wirklich bei dem Fell gar nichts gebracht hat, wo einfach alle Zinken innerhalb von 2 Monaten ausgefallen waren und ich wirklich mit der Bürste überhaupt nicht durchs Fell durchgekommen bin. Dann habe ich aber wieder noch denselben Fehler gemacht und mir noch eine andere günstige Zupfbürste gekauft für 8 Euro. Erst nach so circa einem halben Jahr bin ich auf die Les Pouch gekommen durch ein Hundeforum. Und das war wirklich also die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Les Pouch gibt es ja als Marke nicht mehr, heißt jetzt Activet, ist halt noch dieselbe Bürste qualitativ. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir diese 20 Euro, die ich da auch einfach verbrannt habe, sozusagen auch einsparen können. Dann möchte ich euch natürlich auch nicht meine Erziehungsfehler mit Nero vorenthalten. Der erste, ja, war recht schnell da. Nero als kleine süße Welpe. Ich habe ihn ja Ende November bekommen. Es war der 24. November. Und ich wollte natürlich als neuer Hundehalter alles richtig machen und meinen Hund entsprechend gut sozialisieren. Natürlich Ende November, Anfang Dezember war Anfang der Weihnachtszeit. Und zur Sozialisierung hat halt eben auch dazu gehört, mit so einem kleinen süßen Welpen durch die Stadt zu laufen. Und so ein kleiner süßer weißer Schneeball zieht natürlich sehr, sehr viele Leute an. Und ich bin wirklich so ein Mensch, ich kann einfach schlecht Nein sagen. Beziehungsweise ich bringe es einfach nicht über mein Herz, Nein zu sagen. Auch wenn es zu Situationen kommt,
die mir teilweise nicht passen, die ich selbst so nicht will. Ich kann da wirklich nicht Nein sagen. Und das war wirklich mein Fehler, dass ich Nero wirklich von zu vielen Leuten habe streicheln gelassen. Und das hat mir einfach dieses Problem bereitet, dass er alle fremden Leute wunderbar toll fand und zu allen wie verrückt hingezogen hat und hochspringen wollte. Das hat mich wirklich ja ein gutes Jahr gekostet, um das einfach wieder aus ihm rauszubekommen, sodass er dann nicht vollkommen ausgeflippt und an der Leine eskaliert ist, wenn er irgendeine fremde Person getroffen hat. Und das kann ich euch auch als Welpen- und Hundebesitzer wirklich ans Herz legen. Bitte lasst euren Welpen und euren Hund wirklich nicht von jedem anfassen, vor allem wenn es so gehäuft vorkommt. Es sagt ja niemand was dagegen, wenn ihr ihn ja einmal die Woche von jemand anderem streicheln lässt. Aber wirklich täglich in einer großen Menge ist wirklich überhaupt nicht empfehlenswert. Und ich weiß noch, dass meine Züchterin mich in diesem Punkt wirklich gewarnt hat. Das ist wirklich meine Schuld gewesen. Aber wie ich gerade erklärt habe, ich konnte einfach so schlecht Nein sagen. Und eine gute Ausrede, die ihr da auch einsetzen könnt, wenn euch jemand fragt, ob er den Welpen streicheln kann, sagt ihm einfach, der hat jetzt ein frisches Zeckenmittel drauf und dass ihr das halt der Person nicht empfehlen würdet. Das schreckt dann wirklich viele Leute ab, weil sie dann wirklich ungern dann wirklich ins Fell langen. Dann mein anderer großer Fehler in der Hundeerziehung war die falsche Hundeschule. Ja, ich habe das schon in einigen Videos angesprochen. Ich bin anfangs mit Nero zu einer wirklich miserablen, aversiven Hundeschule gegangen, die mir wirklich nicht viel gebracht hat. Natürlich konnte ich da auch einige Sachen lernen, zum Beispiel Rückruf wurde positiv aufgebaut, aber da waren auch teilweise Erziehungsmethoden, die wirklich gar nicht gingen. Es wurde mit Leinenruck gearbeitet, aversiven Hilfsmittel, mir wurde auch ein Sprühhalsband für Nero empfohlen. Also ich bin dann auch nach dem Grundgehorsam, ich habe einen Welpenkurs und den Grundgehorsam gemacht und da bin ich dann ganz schnell da weggegangen und ich bin da auch wirklich froh, dass ich da weggegangen bin, weil ich das auch meinem Hund nicht antun wollte. Und es war tatsächlich so, Nero war in der Welpengruppe der komplette Rebell. Alle Hunde haben nach einiger Zeit wirklich gut gehört, nur er wollte auf keinen Fall. Und das Lustige war ja auch, dass auch der Hundetrainer Probleme mit ihm hatte, weil auch sein aversives Gscht und was man von einem gewissen Möchtegern-Hundeflüsterer kennt, hat bei Nero dann irgendwann überhaupt nicht gezogen und er hat wirklich gemacht, was er wollte. Ja, und da sieht man das wieder mal, wenn man einfach positiv mit Motivation arbeitet, erreicht man einfach viel mehr. Und das ist auch so eine Sache, aus der ich gelernt habe und die ich nie wieder machen würde, wenn ich wieder einen Welpen habe. Wirklich darauf achten, dass ich da auch wirklich zu einer kompetenten Hundeschule komme. Der nächste Erziehungsfehler, den ich so gemacht habe mit Nero, war das Abbruchssignal. Ich habe im ersten Jahr überhaupt nicht konsequent das Abbruchssignal richtig aufgebaut. Ich habe natürlich immer, wenn er was gemacht hat, was er nicht sollte, geschimpft mit Nein, Pfui, aus, aber das hat bei ihm gar nichts gebracht, weil er mit diesem Abbruchssignal nichts Wirkliches verknüpfen konnte. Dadurch war diese ganze Schimpfe und dieses Nein, Pfui, aus komplett für die Katz. Heutzutage finde ich das teilweise auch amüsant, wenn mir Hundehalter begegnen, die ihren Hund ausschimpfen und dem Hund es eigentlich komplett am Hintern vorbeigeht, was der Besitzer sagt. Aber in der Anfangszeit mit Nero war das bei mir genauso. Ich habe das auch nicht richtig aufgebaut, das kam dann erst später und dann hat es dann auch wirklich richtig funktioniert. Aber auch in der Pubertät, ich hätte stundenlang Nein aus Pfui rufen können, das hätte mein Hund überhaupt nicht gejuckt oder nicht annähernd interessiert. Ja, das war auch so ein großer Fehler meinerseits, den ich so nicht mehr machen würde. Und dann habe ich auch noch einen, ja, großen Fehler, den ich gemacht habe, den ich auch so nicht wieder machen würde, ist, ich habe mir beim Tierarzt die Zeckenimpfung für Hunde aufschwatzen lassen. Das war mit wirklich eines der größten Fehler, die ich wirklich in der Hundehaltung gemacht habe, die ich wirklich keinem empfehlen kann, weil diese Impfung eigentlich komplett unnütz ist für euren Hund. Gut, für den Tierarzt ist es schon nützlich, weil er gut Geld dadurch macht, aber ich empfehle das auf keinen Fall weiter. Das sind auch mehrere Impfsitzungen, die euer Hund durchmachen muss. Ich glaube, es waren 2 oder 3. Und wirklich nie wieder. Vor allem solche überflüssigen Impfungen müsst ihr auch wirklich aufpassen, weil ja, Impfungen sind auch nicht ohne. Und das sollte wirklich sehr, sehr gut überlegt sein,
gegen was man seinen Hund impft und ob diese Impfung da wirklich Sinn macht. Das ist auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall dazugelernt habe, dass ich mich immer vorher informiere, vorher recherchiere und mich nicht mehr irgendwie zuquatschen lasse. Das sind wirklich so Sachen, für die ich ja Lehrgeld zahlen musste dafür. Aber jetzt wirklich aus Erfahrung, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte mit diesem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich eben all diese Sachen komplett anders machen. Aber das ist einfach vollkommen normal. Man macht Fehler in der Hundeerziehung. Es gibt Situationen, da ist man ungeduldig, nicht konsequent. Ich kenne das auch von mir, gab es auch Situationen. Oder man macht so grobe Fehler, wie dass man seinen Welpen ja von zu vielen Leuten anfassen lässt oder auch das Abbruchsignal nicht richtig aufbaut. Vor allem beim ersten eigenen Hund gibt es wirklich so, so viel zu lernen und das ist einfach ein richtig spannendes Thema. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen, so auch von meiner Seite her zu erfahren, was ich denn so für Fehler in der Hundeerziehung und auch in der Hundehaltung gemacht habe. Weil ich bin wirklich kein perfekter Tierhalter und ich denke, den perfekten Tierhalter gibt es so auch gar nicht. Wenn ihr zum Beispiel auch irgendwelche Fehler gemacht habt, was irgendwie jeder irgendwo macht, würde mich das auch sehr, sehr gerne interessieren, was ihr damals so falsch gemacht habt, beziehungsweise mit dem Wissen, was ihr heute habt, dass ihr das dann eben damals anders gemacht hättet. Ja, das könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe natürlich, ja, das Video heute hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao!